So, meine Lieben, wir waren vorhin auf einer Wohnungsbesichtigung. Ich war ein bisschen im Stress. Oh Gott, meine Haare. Moment. So. Auf jeden Fall waren wir auf einer Wohnungsbesichtigung und ich war ein bisschen im Stress, deshalb habe ich mich nicht gemeldet. Ja, ich bin ein bisschen am Verzweifeln. Wir sind noch in der Wohnung und es ist gar nicht so einfach wie gedacht. Auf jeden Fall waren wir jetzt noch kurz was essen. Und Philipp geht jetzt kurz was umtauschen. Und ja. So, ich habe jetzt gerade zu Abend gegessen und wollte mir jetzt einen Tee machen. Und Kathi findet den immer gut, wenn sie hier ist und fragt immer, ob ich ihr den machen kann. Deshalb habe ich gedacht, zeige ich euch den jetzt mal, weil der ist echt gut, also Tipp von mir. Und zwar ist das dieser Abendruhe Vanille Chai. Ja, Tee. Den habe ich im Biomarkt gekauft. Genau. Den, da habe ich jetzt schon heißes Wasser rein und ich mache den immer nicht ganz voll, weil da noch Milch reinkommt. Und zwar ist das meine absolute Lieblingsmilch, Oatly Barista. Damit mache ich auch morgens meinen Kaffee. Genau, wenn ihr einen Milchaufschäumer habt, dann finde ich das immer besser aufgeschäumt. Zeige ich euch dann gleich. Und dann mache ich, wenn der Tee ein bisschen abgekühlt ist, Manuka-Honig rein. So einen halben Teelöffel. Und Zimt. Genau, ich liebe diese Kombi am Abend. Müsst ihr mal testen. Ich mache den jetzt gleich und zeige euch dann, wie der aussieht. Aber Leute, don't be fooled, während der Tee zieht, esse ich diese Dinger. Philipp hat letztens wieder, ich wollte eine Packung mehr, gleich 3 oder 4 gekauft und das war der Fehler. Ja, also, I like, literally can't. Wieder meine Kapuzenjacke ausgepackt. Wer erinnert sich noch an die Kapuzenjackenzeit letztes Jahr von Brandy Melville ist die? Ja. Genau, weil vorhin einige gefragt haben, die ist von Brandy Melville. Und ja. Also, ich habe jetzt die Milch aufgeschäumt und die mache ich jetzt in den Tee. Schaut mal, wie cool. Oh, fast zu viel aufgeschäumt. Dann kommt der Honig. Und am Ende noch Zimt. Das hätte ich vielleicht vorher aufmachen sollen. So, und dann noch Zimt. Schön daneben. Hat sich gelohnt. Ja, und so sieht das fertig aus. Yum.